Hoffenheim gewinnt 3:0 in Bremen und weiß am Ende selber eigentlich wahrscheinlich gar nicht warum. Ich denke mal, die fahren heute zurück nach Sinsheim, lachen sich wahrscheinlich noch den ganzen Abend in den Schlaf darüber, dass sie so ein Spiel mit 3:0 in Bremen gewinnen. Was muss man da ehrlich zu sagen? Also Hoffenheim heute mit einer unterdurchschnittlichen Leistung und nimmt 3 Punkte, 3 Tore, kein Gegentor aus Bremen mit. Da gehst du als Bremer Fan rein, lässt das Spiel Revue passieren, packst dir danach an den Kopf und musst eigentlich die Qualität aller Mannschaftsteile irgendwie in Frage stellen. Wie kann es sein, dass so eine unterdurchschnittliche Leistung von Hoffenheim dazu führt, dass so ein Heimspiel 0:3 verlierst? Das Traurige an dieser ganzen Geschichte, auch wenn bei den Gegentoren 2 und 3 auch Toprak und Vogt irgendwo mit beteiligt waren, dass sie beiden in meinen Augen eigentlich ein großer Qualitätssprung in der Defensive sind. Aber es hat einfach nichts bringt, wenn du nach vorne null Entlastung hast, wenn du trotzdem die Abstimmung zwischen den Verteidigern und den Mittelfeldspielern nicht hast, wenn einfach so viele unnötige Ballverluste da irgendwie von denen eine Position kommen. Ich meine, auch so ein Klaassen, ihr wisst das, einer meiner, ja, eigentlich Lieblinge bei uns, aber auch der muss sein Fett abbekommen, wenn er halt nicht gut spielt. Und der war heute auch sehr unterdurchschnittlich, schon in der ersten Hälfte mit einem brutal blöden Fehlpass, der eigentlich schon fast zum 0-1 hätte führen können. Allerdings war das zu dem Zeitpunkt auch eine von fast 0 guten Torchancen der Hoffenheimer, eigentlich in der ganzen Zeit bis zum 1:0 der Hoffenheimer. Das 1:0 passte dann so ein bisschen zu seinem Spiel. Auf der anderen Seite offensiv wirklich der einzige, den man rausnehmen muss, Rashica. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich das anguckt, wie er spielt, was für Mitspieler er da hat, dann ist es wirklich ein Spieler, der tut mir gerade mega leid. Also ich glaube auch von außen betrachtet kann Jan Rashica nur leid tun, so viel Unfähigkeit neben dir auf dem Platz zu haben. Also selbst wenn er einen guten Sprint anzieht, man am Gegenspieler vorbeigeht, dann hast du halt einfach 0 Einlaufen der offensiven Partner, die Laufwege seiner Mitspieler halt irgendwie immer jenseits von Gut und Böse. Dann kommt auf der anderen Seite so ein Josh Sargent. Ich würde mir wünschen, dass er explodiert und er braucht das Torerlebnis. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Situation, in der er gerade halt wieder so zum Stammspieler werden musste, das muss man an der Stelle so sagen, ist unglücklich, weil halt einfach neben ihm sowieso schon so wenig funktioniert. Aber dann ist sein eigenes Spiel noch so glücklos. Wirklich viele schlechte Laufwege, viele schlechte Situationen, wo er versucht, den Ball abzuschirmen, auch ein wirkliches Zusammenspiel mit ihm im Moment irgendwie nur schwer möglich. Also natürlich wird er sich Druck machen und es ist halt einfach nach wie vor blöd, die Situation, in der er ist, aber es fällt mir unfassbar schwer, da als Außenstehender mir das anzugucken und da ruhig zu bleiben. Es ist sehr frustrierend und auch wieder bezeichnend, dass auch Kofeld wieder erst dann wechselt, wenn wir dann halt schon 0-1 hinten liegen. Wahrscheinlich hätte er den Wechsel zu dem Zeitpunkt eh irgendwie gemacht, aber er wäre auch schon zu dem Zeitpunkt zu spät gewesen. Also natürlich kannst du dir jetzt einreden, du willst das nicht irgendwie gefährden, dass wir gut stehen, aber warum stand Werder auch so gut? Man muss einfach auch wirklich sagen, weil Hoffenheim einfach nichts gemacht hat bis zu dem Zeitpunkt. Also auch da hätte man schon irgendwie zur Halbzeit erkennen können, wir haben offensiv eigentlich nichts. Also da ist nichts auf dem Platz, was irgendwie für uns Gefahr, was wirklich Gefahr für die Hoffenheimer ausstrahlt. Das ist so, das war frustrierend dann auch zu sehen, dass wir die zweiten 45 Minuten mit der gleichen Elf angehen wollen. Natürlich weiß man dann irgendwie, dass nicht die Überalternativen auf der Bank sind, aber es hätte dann doch schon ein Zeichen oder ein Versuch zumindest sein können. Also auch Bartels und Osako nach ihren Wechseln relativ blass geblieben. Osako im Moment ein Schatten seiner selbst. Also tut mir auch sehr weh, weil ich viel von seinen fußballerischen Qualitäten halte, aber er ruft es halt auch schon seit geraumer Zeit einfach gar nicht ab. Und man muss einfach wirklich sagen, wenn Werder nichts macht bis zum Ende dieser Transferperiode, egal wie klamm die Kasse ist, egal wie schwierig die Möglichkeiten sind, dann ist das wirklich sehr, sehr grob fahrlässig und dann auch wirklich in Anbetracht der letzten beiden Auftritte. Der gegen Düsseldorf war zumindest kämpferisch noch gut, aber der gegen Hoffenheim, das hat einfach auch alles wieder gezeigt. Es muss offensiv was passieren. Das Blöde ist, die Spieler, die uns da helfen, wachsen nicht an Bäumen. Deshalb muss man da halt einfach nach kreativen Lösungen finden. Und wenn wir wirklich bis zum Ende der Frist warten, wird es sicherlich noch den einen oder anderen Unzufriedenen geben, der mittels Laie vielleicht nach Bremen gelotst werden kann. Allerdings sind auch unsere Ergebnisse jetzt nicht so, dass sich das irgendwie auch zwingend antun will. Also keine gute Situation für uns, in der wir wirklich Spieler suchen, in der wir Spieler brauchen, und aus der kommen wir auch ja sehr kurzfristig nicht raus, denn wir haben halt einfach auch wieder gesehen, ich hatte die Hoffnung nach mehr, aber es reicht halt zu mehr nicht. Also wirklich die Spieler, die den Karren aus dem Dreck ziehen könnten, underperformen weiterhin. Das ist einfach nur traurig, und solange wir nicht eine gewisse Kreativität im Zentrum entfachen und solange wir auch nicht wirklich eine Durchschlagskraft vorne haben, musst du dir halt einfach wirklich die Frage stellen, wer soll für uns die Tore erzielen, um da unten irgendwie rauszukommen, um diese ganze Geschichte in dieser Saison irgendwie zu einem positiven Ende zu bringen.
Training. Und das tut schon sehr weh, sich darüber halt so Gedanken machen zu müssen, weil die Saison durchaus anders verlaufen sollte. Aber es ist, wie es ist. Wir haben uns das selber eingebrockt. Natürlich gab es einige Dinge, die so gelaufen sind, wie sie nicht hätten laufen sollen und wie es vielleicht für uns auch hätte besser laufen können, wenn sie nicht passiert wären. Aber es ist nicht so. Wir müssen mit den Gegebenheiten klarkommen und die Spieler, die wir da haben, könnten die Qualität haben, eigentlich deutlich besser zu spielen. Sie tun es allerdings nicht. Es funktioniert an vielen Stellen noch nicht. Heimspiele machen derzeit so ungefähr gar keine Lust mehr und ja, es ist einfach sehr traurig. Also wirklich, wir bleiben die Schießbude der Liga, wir bleiben absolut heimschwach, wir schießen keine Tore mehr, wir holen keine Punkte und lieber Herr Baumann, ich glaube, das war auch heute Zeichen genug dafür, dass da durchaus noch was passieren muss und alles andere wäre dumm. Deshalb, ja, abhaken, was natürlich wieder nicht leicht ist, aber es kommt halt schon das nächste Spiel relativ zügig und da muss Werner natürlich wieder gewinnen, denn ja, ohne Siege wird das lange sehr eng bleiben und unter Umständen vielleicht auch gar nicht mal so gut ausgehen. Also Leute, schönen Rest Sonntag, so gut es geht, reingehauen, ciao.